Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich habe mir einen weiteren Allosaurus gelegt. Ärgerlicherweise hat er leider beim Zähmen die Effizienz verloren, weil ein blöder T-Rex angelaufen kam und meinte, er müsste Stress machen. Jetzt hat er nur noch 33,4% Effizienz. Okay, das war doch der Allosaurus, der frisst das Geräusch. Ich habe mich in der letzten Folge gewundert, warum da plötzlich Schrittgeräusche zu hören sind. Aber es war der Allosaurus, der gefressen hat. Was beim Allosaurus 10 bei mir irgendwie immer klappt, ist, dass direkt ein Alpharaptor in der Nähe ist, von dem ich Prime-Meat bekomme. Und witzigerweise hatten wir dabei sogar einen Bug, dass manches von dem Prime-Meat aus dem Alpharaptor sogar direkt gesteckt hat. Das habe ich nicht verstanden und eigentlich dürfte das auch so nicht sein, dass das steckt. Aber ich meine, ne, ist ein Happy Accident. Es ist so wie beim Film, es gibt so Happy Accidents. Ein gutes Beispiel ist... Was ist ein gutes Beispiel für ein Happy Accident beim Film? Die Sternschnuppe in Der weiße Hai war, glaube ich, so ein Fall. Das war nicht geplant. Ja, der Shot war halt einfach zufällig so entstanden, dass im Hintergrund hinter Roy Scheider eine Sternschnuppe runterfällt. Das ist so ein Happy Accident. Es ist nicht geplant gewesen, aber es ist auch nicht negativ. Also es ist ein positives Ergebnis sozusagen. So ungefähr ist das auch mit den Alpharaptoren, wenn ich Allosaurier zähme gerade. Da taucht immer einer auf, der greift nicht an oder so, der ist immer Prime-Meat-Quelle für mich. So, der Allo könnte jetzt aber mal ein bisschen schneller fressen, ehrlich gesagt. Der verliert echt keine Effizienz, wenn er das Prime-Meat frisst. Aber gut, ich meine, wie gesagt, er hat ja schon so viel verloren, da bringt es ihm ja eigentlich gar nichts durch das Fressen. Wenn er jetzt durch das Fressen noch mehr verlieren würde. Deswegen habe ich auch gemeint, ich muss unbedingt die Kibbles rausnehmen, die ich ja noch habe. Damit er nicht die Kibbles auffrisst und dann, ja, das bringt ja gar nichts. Ihr seht ja, er verliert ja sowieso nichts mehr. Ja, die Kibbles, die wären jetzt verschwendet gewesen, wenn ich die jetzt benutzt hätte. Dann... Die benutze ich lieber dann für den nächsten Allosaurus, der dann vielleicht hoffentlich mal 100% Effizienz hat oder so. Na gut, 100 kriegt man nie raus, aber naja, weiß ich nicht, 99, irgendwas oder 98, irgendwas, aber nicht 34%. Verdammt. 40% auf alles, außer Tiernahrung. Ach, Mann. Aber gut am Fressen ist er. Verdammt, das verrottet alles viel zu schnell. Aber gut, jetzt wird es interessant sein zu sehen, wie sich die Stacks verhalten, ne? Und er muss, glaube ich, auch nicht mehr so viel fressen. Ja, guckt mal, der ist fast fertig. Der muss noch einmal oder so, muss er fressen. Hat er jetzt Effizienz eigentlich verloren, nachdem er jetzt gefressen hat? Ja, 1%. Ne, 0,1%. Er hatte vorher 33,4, jetzt hat er 33,3. Einen hat er verloren. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt verrotten gleich die Prime-Meat-Stücken in 30 Sekunden. Und da bin ich mal gespannt, ob dann der ganze Stack weg ist oder nur ein Prime-Meat. Das wäre natürlich der Knaller, wenn jetzt nur ein Prime-Meat weg wäre. Dann bräuchten wir jetzt kein neues Prime-Meat holen. Dann würden wir den Allo mit dem Prime-Meat kriegen, das jetzt hier drin ist. Weil dann noch genug über wäre. Schauen wir mal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. Und? Was war das? Habt ihr das gehört? Ich meine, ja, guckt mal hier. Jetzt steht da wieder 9 Minuten. Das heißt, es ist nicht verrottet. Es setzt sich wieder zurück, der Timer. Für das nächste Stück. Das heißt, es ist wirklich ein richtiger Stack gewesen. Aber es ist seltsam. Eigentlich stackt das Zeug doch nicht. Prime-Meat stackt doch eigentlich nicht. Das habe ich auch noch nie vorher gesehen, dass das so stackt. Seltsam. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Oder liegt das an meiner Mastercraft-Spitzhacke, die ich habe? Die ist ja Mastercraft. Macht die Stacks? Das wäre ja witzig. Ha, wer braucht schon eine Stack-Mod? Wenn er eine Mastercraft-Spitzhacke hat. Oh, so sieht's aus. Und einen Bug im Spiel, der dazu führt, dass da Stacks entstehen. So. Der Allo ist gleich fertig mit Futtern und dann können wir zurück zur Redwood Base. Wird nämlich, glaube ich, auch gerade wieder dunkel im Spiel, ja. Ah, das wird witzig. Wir müssen im Dunkeln zurücklaufen. Hast du gerade gefressen? Ach Mann, wieso bist du noch nicht fertig jetzt? Jetzt nur wieder warten hier. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Was war das? Oh Gott, das war der Ovi. Mann, die Paranoia hat mich wieder fest im Griff hier. Es ist so nervig, dass man den Alu nicht tragen kann. Dass man den nicht einfach irgendwo hintragen kann. Aber so ist das Zähmen natürlich wieder spannend, weil man den vor Ort zähmen muss. Ne? Man muss halt gucken, dass vorher irgendwie nicht so viel gefährliches Gekrösel um den rumschwirrt. Damit man den in Ruhe zähmen kann. Weil man ihn halt nicht irgendwie in ein Zähmgehege lotsen kann. Moment. Doch, natürlich kann ich den in ein Zähmgehege lotsen. Ich kann den in meine alte Base ins Zähmgehege lotsen. Also den nächsten, wenn ich einen Level 100er finde oder so. Na, obwohl, nee, das kann ich nicht, weil... Naja, doch, theoretisch könnte ich es schon. Wenn ich den mit dem Cats so anlocke, dass er immer hinter mir herrennt, wenn ich das schaffen würde, dass er immer hinter mir herrennt, dann würde das gehen. Aber das Blöde ist ja, der Allosaurus läuft ja irgendwann weg, wenn er einem nicht erreichen kann. Das ist halt das Dumme daran. Deswegen funktioniert auch diese Taktik, glaube ich, nicht. Höchstens vielleicht vom Boden aus, wenn man mit dem Landtier quasi über die Map läuft und ihn hinterher zieht, dann könnte es funktionieren. Dann könnte man ihn ins Zähmgehege lotsen. Ah, jetzt kriegt er nur noch 11 Level obendrauf. Wieso? Wieso? Wegen dem Rex. Nur deswegen. Nur deswegen. Toll, die Sonne steht schon extrem schief, tief. Beeil dich doch mal jetzt hier. Das letzte Stück musst du noch fressen. Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch alles nicht so schwer sein. Aber bei 5920 frisst er. Okay, dann haben wir es ja gleich. You've tamed. Okay, egal. Dann friss halt früher. You've tamed an Allosaurus. So. Ich nenne dich jetzt auch Allosaurus. Und den anderen, den nenne ich Ellie. Weil das war ja ein Weibchen, den muss ich also umbenennen. Das hier ist ja ein Männchen, der heißt Allosaurus und der andere wird in Ellie umgetauft. Also mit A, Ali. Och Mann, Alter, wie sie hier immer rumlaufen. Du Ovi, du nerviges Vieh, du kannst mal weggehen, du kleines Vieh, du. So, warte mal, musst du mir irgendwas abgeben? Nee, du musst mir gar nichts abgeben. Okay. Dann schnell, solange die Sonne noch am Untergehen ist. Schnell zurück zur Vulkanbase. Oh nein, nein, warum verpackst du mich? Nein, oh Gott. Der lief einem ja recht zuverlässig hinterher. Der Allosaurus. Aber warte mal, ich könnte mir jetzt noch schnell die Stats angucken. Solange wir noch jung sind. Solange er noch existiert. Wer weiß, ob er dann stirbt oder so. Alter, der hat nur 100 Leben oben drauf gekriegt. Das ist ja mal der Rohrkrepierer schlichthin. Und 20% Mini-Damage. Der hat 1500 Food drauf gekriegt. Toll, das ist ein Food-Monster geworden. Das ist ja mal richtig scheiße gelaufen, der Zähmen-Vorgang. Da hat er seine 12 Level, ne, seine 11 Level, die er da gekriegt hat, die hat er auch noch in Food und Dings hier. Oh, da vorne ist ein Alpha-Raptor. Moment, da müssen wir mal großzügig das Gebiet hier umlaufen. Das schafft der Allosaurus nämlich nicht. Nicht mit diesen 1500 Leben. Ganz zu vergessen. Wäre jetzt auch so geil, wenn jetzt hier irgendwo ein Alpha-Rex auftaucht und einfach mal diesen Allosaurus auffrisst. Da würde ich, glaube ich, lachen. Da würde ich, glaube ich, lachen und dann würde ich quasi eingewiesen mit einer Zwangsjacke oder so. Da müsste ich dann mal Facecam machen. Schön mitkommen. So, wir gehen jetzt so weit wie möglich auf dieser Seite einfach geradeaus. Ja, weil ich habe keine Lust, da unten am Fluss lang zu laufen. Da ist immer so viel generviges Gekrösel. Obwohl, da vorne sind Raptoren, das ist auch ziemlich nervig. Oder Skorpione, Moment, da müssen wir mal gerade intervenieren. Jawohl, kommt alle her, ihr kleinen Schweinchen. Alle zu mir, alle zu mir. Ich weiß nicht, kriegt der Allosaurus jetzt eigentlich Shared XP? Nee, ne? Nur wenn da einer drauf sitzen würde. Wenn da jetzt ein Tribe-Mate auf dem Sattel auf dem Allosaurus sitzen würde, würde der Shared XP kriegen. Mein Gott! Jetzt verpack mich doch nicht immer so, du Tier, du. So, jetzt ist es natürlich wieder Nacht. Tolle Wurst. Können wir gleich mal hier die Fackel anmachen. Damit ich hier was sehen kann. So, jetzt gehen wir mal runter ans Wasser. Da sehen wir nämlich noch das meiste. Im Wald sieht man immer so wenig. Ist er da? Ja, okay. Wenn er runterfällt, macht ihm das ja nichts. Die kriegen ja nur Fall-Damage, wenn jemand drauf sitzt. Insofern kann man den jetzt hier mal so runtersegeln lassen. Was ist das? Ah, das ist ein Diplodocus. Mann, diese Fackel. Ich muss unbedingt Holzplattformen hier auf die Cats-Plattform raufpacken. Ist das so ätzend? Dann reflektiert das immer so scheiße. Was war das? Terrorbirds. Schnell weg, Alo, schnell weg. Wenigstens sind sie schnell. Wenigstens sind sie halbwegs schnell. Da vorne ist ein Spino im Wasser. Wir müssen da zu der Lichtung vorne hin. Oh, schnell, schnell, schnell. Da sind Towerbirds. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Was ist das da? Ist ein Kanu, ne? Ja, ist ein Kanu. Ich weiß nicht, greift der Kanu den Alu an? Würde er ihn angreifen, ist die Frage. Hier vorne müssen wir links gleich in den Wald rein. Diese Rampe da hoch. Diese Rampe. Diese abschüssige Formation, meine ich. Wir gehen jetzt hier übers Wasser. Da ist ein Affe an Land. Was war das? Oh, noch ein Kanu. Alter, das ist schlimmer als auf Kanu Island hier. Guckt euch das doch mal an. Ist er noch dran? Ist er noch da? Ja. Was war das? Oh, man sieht nichts hier wieder in dem Redwood, ne? Man sieht gar nichts. Das ist unglaublich. Es ist so abartig dunkel im Redwood nachts. Das haben sie ja auf Dissenter gut gelöst. In dem neuen Redwood-Teil der Map. Da haben sie leuchtende Pilze am Boden platziert. Und die machen halt so viel indirektes Licht quasi, dass man da richtig gut sehen kann. Und auch die Glühwürmchen von Dissenter, ne, die sind da halt auch noch. Und das sieht dann halt richtig geil aus. Und vor allem kann man nachts was sehen. Es ist nicht so schweinedunkel wie auf der Standard-Map. Das ist richtig gut. Also Center gefällt mir eh halt von der Gestaltung und so. Ja toll, jetzt habe ich die Zäune hier so gebaut, dass ich jetzt außen rumlaufen muss. Moment. Können wir denn hier hoch und dann da so rum? Der Alu kann es schon mal nicht. Nein, nein, lauf nicht in den Zaun, um Gottes Willen. Oh nein, hast du dich jetzt da verbackt? Bitte sag mir nicht, dass du dich verbackt hast. Folge mir. Von mal runterhupfen. Was war das? Habt ihr es gehört? Oh, warum kommst du da nicht rüber, ey? Wirklich, warum nicht? So steil ist es doch gar nicht. Aua, was war das? Oh, okay. Ameisen hat er getötet. Kann man mal machen. So, jetzt müssen wir hier rum. Oh, jetzt muss ich am Fluss vorbei, ne? Ja, das sollte hoffentlich kein Problem sein. Hier müsste ja die höher gelegene Seite sein beim Fluss. Ist hier der Fluss? Egal, da vorne ist meine Base. Jetzt muss ich nur irgendwie hier rüberkommen. Aua. Scheiß Ameisen hier. Oh nein, macht bloß nicht die Wasserleitung kaputt, ihr Idioten. Diese scheiß Ameisen, ey. Es regt mich so auf. Wo sind sie? Ah, da ist er. Okay. Komm mal hier durch. Kannst du hier durch? Hallo? Andere Richtung. 180 Grad. 180 Grad. Nach hinten. Oh. Zu mir? Ja, endlich. Geradeaus. Ach, schon wieder Ameisen. Was ist das denn? Das ist Ameisenhausen hier. Verpieselt euch, ihr kleinen nervigen Mistviecher. Was? Was war das? Er hat irgendwie gestöhnt. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo ich jetzt lang. Jetzt habe ich mich einmal zu oft gedreht. Da hinten. Los, komm zu mir, du Tier. Hier. So, Moment, stopp. Jetzt hole ich mir mal den Sattel von dem anderen Allosaurus. Hier, der Galimi muss immer noch festhängen zwischen den zwei Bären, ey. Der Megalozoros hängt im Allosaurus fest, sehr schön. So. Du kriegst nochmal Stamina, das könnt ihr immer sehr gut gebrauchen, ihr Viecher. So, Allosaurus, komm mal her. Komm mal her, du. Was gebe ich dir denn eigentlich? Okay, Stamina hast du eigentlich schon... Ja, da hast du 100 oder so gekriegt, ne? Geben wir dir mal noch ein bisschen was. Ah nein, nicht hier lang. Da hängen wir wieder am Ketz fest. Aber wie lange das alleine schon dauert, so einen Allosaurus wieder zur Base zurückzuholen, ne? Das ist... Wo hänge ich denn? Nee, ne? Hä? Ach so, ich bin durchs Behemoth Gate durch, ne? Oder kannst du mir nicht durch dieses Tor folgen? Geht das nicht? Doch. Komisch, wenn ich drauf sitze, nicht. Dann, nee, hä? Der kann nicht, okay. Ist ja scheiße. Moment. Kommen wir mal zurück. Dann machen wir hier mal die Tür zu. Dann lande ich mal mit dem Ketz im Gehege. So. Und jetzt gehen wir wieder raus. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Rauf auf den Allosaurus und dann müssen wir jetzt tatsächlich hier den langen Weg nehmen zum Behemoth Gate. Gut, dass ich damals dieses Behemoth Gate da eingebaut habe. Hab ins Gehege. Voll erschrocken vor dem Parazia gerade. Gut, dass ich das mit dem Behemoth Gate so gelöst habe. Genau, jetzt müssen wir nämlich hier runter. Und dann versperrt uns ein... Alter, was ist denn hier los? Eine Versammlung. Ey! Hörst du auf? Hörst du damit auf? Lasst ihr mich mal in Ruhe? Hallo? Ich töte euch alle. Ich töte euch alle. Das ist das Level für den Allosaurus. Ist nicht schlecht. Alter, verback mich jetzt bloß nicht da. In der Backecke. Da hinten ist nämlich diese Backecke. Oh, Diplodocus, stirb einfach. Bitte, stirb einfach. Geh einfach platt. Okay, er haut ab. Gehen mal hinten ran. So, ich töte dich jetzt. Weil du mich angegriffen hast. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Kugel nicht treffe. Ich will mich jetzt nicht mit der Kugel auch noch anlegen. Warte mal, das geht doch bestimmt, wenn ich jetzt hier hin... So eine Range hat der Allo, glaube ich, gar nicht. Dass der die Kugel mittreffen würde jetzt. Alter, jetzt stirb doch einfach. Was hast du denn wieder für ein Level? Level 385 oder was? Level 24. Alter, der Allo, der ist... Lol, wie er sich verknäult. Gib mir dein Fleisch. So. Türchen auf. Hereinspaziert, hereinspazierte. So, gucken wir mal. Hier hinten. Hier hinten waren sie. Ey, der braucht wirklich noch mehr Stamina. Geben wir sie ihm doch gleich mal. 630. Jetzt hat er immerhin genauso viel fast wie der andere Allosaurus. Das ist sehr erfreulich. Oh, die Bären wollen Care haben. Das machen wir jetzt noch schnell. Der Bär wants Care. Folgst du mir eigentlich? Nee, folgst mir nicht. Was wollt ihr denn? Ja, kuddeln. Sie wollen kuddeln. Sie wollen kuddelmuddeln. Dann machen wir das Overlay aus, dass wir das auch schön sehen können. Oh, hallo. Hey. Du. Und du willst, was willst du? Terrorbird Eye. Ja, das kann ich leider dir gerade nicht geben. Da müsste ich erstmal ein Terrorbird Eye finden, um dir das geben zu können. Insofern, Wie viel hast denn du jetzt eigentlich? Wie viel Imprinting? 17%. Und du hast 9%. Okay, da muss ich jetzt irgendwie versuchen, Terrorbird-Eier aufzutreiben. Irgendwo, ich meine, hier in dem Biom sind so viele Terrorbirds, da muss aber irgendwo mal ein Ei rumliegen. Das mache ich sowieso nicht in dieser Folge. Wenn überhaupt in der nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!